Also mein Vortrag handelt von Effekten im und Zusammenhang mit Informationstechnik, zusammengefasst unter Transkriptionen. Ich verwende dafür zwei Arten von Theorien. Einerseits das medientheoretische Konzept der Transkription. Transkriptionen sind Verfahren medialer Rekonzeptualisierung kultureller Semantiken und sie werden durch eine Vielzahl von Verfahren wechselweiser Um-, Ein- und Überschreibungen konstituiert und treten damit in verschiedenen Medien und Symbolsystemen miteinander in Beziehung. Sie betreffen Sprache, Symbole, Symbolsysteme und Medien. Das genügt aber nicht für unsere Zwecke. Wir brauchen auch eine Theorie, die performativ ist, also die Wirkungen der Transkriptionen in der Lebenswelt mit erfassen kann. Und daher rahme ich die, den Vortrag auch mit Karen Barrett's feministischer Theorie des agentiellen Realismus. Das ist also agentielle Schnitte, Verklebungen, Interaktionen im Bereich des materiell-semiotischen, die nicht nur Bezeichnungen und Semiotisches, sondern auch Materielles und Verkörperung in Gang setzen. Wir unterscheiden hier in dem Kontext Arten von Transkriptionen. Einerseits solche, die die Sprache betreffen, und zwar zunächst einmal Alltagssprache in Fachsprache, denn neue Techniken erzeugen immer neue Bedeutungen mit den materiellen Entitäten und bedürfen daher der Erweckung von Verständnis. Das heißt, der sprachlichen Etikettierung, die immer nur auf bereits Bekanntes bezogen werden kann, um sich kognitiv zu erschließen. Das heißt, es ist notwendig, dass von der Alltagssprache in die Fachsprache diskursiv übersetzt wird. Das bedingt allerdings natürlich immer Dekontextualisierungen, Verarmungen von Kontexten und so weiter. Das heißt, es verändert die Bedeutung. Umgekehrt von Fachsprache in Alltagssprache kommen genau diese Transkriptionen auch wieder zurück in veränderter Form oder die Fachsprache hat eigene Sprache, wie in der Informatik auch durchaus üblich, und die diffundieren auch in die Alltagssprache. Das ist auch ein, auf diskursiver Ebene, aber hat auch materielle Wirkungen oder Wirkungen auf unsere Körper. Dazu haben wir auch Daten und Bilder, die jetzt, natürlich Sprache auch, Daten und Bilder, die nun innerhalb der Informationstechnik schon ihr eigenes Leben führen und ihre weiteren Transkriptionen dann wieder in die Lebenswelt transportieren. Und das ist wieder diskursiv materiell. Und ich gehe jetzt diese Entitäten durch. Zunächst mal Alltagssprache in Fachsprache, das kennen Sie alle. Datum als Gegebenes kriegt dann auch eine materielle Metaphorik, die es ursprünglich nicht hatte. Ansonsten ist es eher umgekehrt. Browse, Track, Ontologien sind also Begriffe, die in die Informatik gewandert sind mit veränderten Bedeutungen. Insbesondere auch sehr viele Anthropomorphisierungen, wie zum Beispiel das Netz lernt, sucht, trifft Entscheidungen, interpretiert, erkennt, versteht, ist intelligent oder hat ein Gedächtnis. Und solche Transkriptionen verändern natürlich auch die Bedeutung in der Lebenswelt, in unserer Alltagssprache, aber davon werde ich gleich später sprechen. Bedeutungsvoll ist auch die Metapher von einer technischen Revolution oder von technischer Evolution, evolutionären Algorithmen und so weiter.
Und diese Evolutionsmetaphern insinuieren eine stetige Höherentwicklung, auch mit ihren Versionierungen, während auf der materiellen Ebene zwar exponentielle Beschleunigungen stattfinden und auch sehr viel größere Speicher, ist auf ökonomischer und sozialer Ebene der Effekt vorwiegend als Geschäftsmodelle und deren Nutzung als Kaufanreiz, weil die Erweiterungen zu schnelleren Rechenleistungen, zu größeren Speichern und zum Kauf zwingen von neuen Geräten. Also diese Art von Evolutionsmetaphern mit der Versionierung hat durchaus kritische Effekte. Die umgekehrte Richtung von Fachsprache in Alltagssprache und von dort wieder in die soziale Lebenswelt führen, also ich habe schon ein paar Sachen schon angedeutet, mit ihren Begriffen wie Intelligenz, Speicher, Tracking und so weiter in ihre Urbilder zurück und haben dann veränderte Bedeutung. Zum Beispiel beim Tracking denken wir jetzt heute an Überwachung. Bei Evolution denken wir an ein verändertes Verhältnis von Technik und Gesellschaft, die Technik nun als Subjekt erscheinen lässt, was eine Vorstellung von Technik als Gestaltungsprozess, als sozial und politisch gestaltbar zurückdrängt. Dazu gehört auch der von mir in Frage gestellte erweiterte Algorithmusbegriff, der nicht mehr unterscheidet zwischen Softwaresystemen und Algorithmen. Algorithmen aber sind Rechenvorschriften zur schrittweisen Operationalisierung von mathematischen Funktionen, die automatisch ausgeführt werden können. Sie sind der Erwägung und Beachtung moralischer oder politischer Ziele nicht fähig. Sehr wohl kann dies aber unsere Instandsetzung von Softwaresystemen und unserer Umgang mit Automatisierung sein. Softwareprogramme mitsamt den in ihnen organisierten Algorithmen sind Werkzeuge, die zum Handeln bereit liegen, unsere Hand führen, Arten der Nutzung nahelegen, Handlungen beeinflussen oder auch als Gadgets zum Handeln auffordern. Diese zweckbestimmte Organisation in Software kann natürlich moralische Fragen aufwerfen und sie tut dies mit der für die informationstechnische Modellierung notwendigen Abstraktion sogar notwendigerweise. Abstraktion impliziert nämlich immer auch Weglassen und dieses Ausschließen ist subjektiv für diejenigen, die das implementieren oder Ontologien erstellen. In einigen Anwendungen erscheinen Daten mit Algorithmen untrennbar als Apparatus verschmolzen, sodass leicht begriffliche Verwechslungen entstehender Softwaresysteme mit Algorithmen entstehen können. Doch diese Verschmelzungsprodukte sind nicht mehr universell, also keine Algorithmen mehr, sondern Software. Dass das auch durch maschinelles Lernen entsteht, wo nicht mehr explizit programmierte Software, sondern solche, die angeblich semantische Prozesse vollzieht und somit Sinnhaftigkeit beansprucht, ist eben problematisch, insbesondere wenn das auch Algorithmen genannt wird. Und sie gehört zu den vielen semiotischen Interaktionen, die für abstrakte Systeme notorisch sind. Die Angemessenheit dieser Bedeutung erweiternden Transkription ist sowohl unter ethischen wie unter Gender-Gesichtspunkten zu bezweifeln. Wird der Algorithmusbegriff auf alle Arten von Software, Maschinisierung und KI ausgedehnt, so begibt man sich weitgehend der Kritikfähigkeit auf Letztere, verschiebt man Verantwortung ins Nirvana. Das auch deshalb, weil Algorithmen als Neutralitätsressource, als etwas Objektives, Mathematisches erscheinen. Okay, als drittes haben wir also die Interaktionen und Transkriptionen innerhalb der Informationstechnik und dann ihre erweiterten Transkriptionen in die Lebenswelt. Das ist sozusagen der Hauptfokus meines Vortrags. Insbesondere mit Big Data, Data Mining, Machine Learning.
Unter Big Data versteht man die mit ungeheurem Tempo anwachsenden komplexen, heterogenen Datenmassen aller Arten, Formate und Güte. Sie werden durch Datafication mittels digitaler Medien aufgezeichnet und in Daten transkribiert. Mit Big Data werden aber auch jene transkriptiven Interaktionen verstanden, die sie aggregieren, speichern, vergleichen, ordnen, verteilen, transferieren und verdauen. Ich stelle mir das immer als einen großen Fleischwolf vor, in dem alles reinkommt, dauernd reinkommt, vermischt wird und dann als eine Art Brei wieder herauskommt. Und dann sollen wieder am Ende maschinelle Lernverfahren und Entscheidungsmodelle diesen Brei analysieren, mit Hilfe von statistischen und Mining-Methoden, stochastischen Methoden, maschinellen Lernverfahren und dann zu Korrelationen, zu Schlüssen für verschiedenste Zwecke weiterverarbeiten. Mit Big Data verbinden sich hochtrabende Utopien. Sie sollen die bisherige Art der Wissensproduktion und Modellbildung ablösen, aber es sind Einsprüche angebracht. Big Data kann keine genauen Bedeutungen aufweisen, da die Aktualisierung und nachmalige Zusammenführung heterogener Datenbestände zu Inkonsistenzen und mangelnder Erklärungsfähigkeit führen, ohne die Fähigkeit, die Daten in Relation zur Welt setzen zu können, die sie angeblich repräsentieren. Auch ist aufgrund der heterogenen Beteiligung unterschiedlicher Institutionen und Firmen jegliche Transparenz der Methoden und Ziele abhanden gekommen und es fehlt jede theoretische Fundierung. Das heißt, wir müssen mittels Evidenzverfahren die Transkripte, also den Prozess können wir gar nicht mehr begleiten und durchschauen, aber die Transkripte, die am Ende herauskommen, die aus den IT-Medien vielfach kontingent gewonnenen Daten, die dann in der Lebenswelt nicht mehr rekonstruierbar sind, untersuchen. Hierzu gehören automatisierte Verwertungen wie Diagramme und Statistiken, Bilderzeugnisse, automatisierte Nachrichten, Social Bots, Profile, davon abgeleitetes Nudging, Predictive Policing, Projektionen aus dem Vergangenen in die Zukunft, wie Kriminalitätsvorhersagen, die nicht nur, weil sie diskriminieren können, sondern auch, weil diese Programme extrem schlecht vorhersagen, zu kritisieren sind. Die Auswahl der Daten, die hineingefüttert werden und die Kriterien, nach denen deduziert und induziert wird, sind natürlich immer diskutierbar und doch erhebt Big Data den Anspruch von Rationalität und Objektivität, obwohl die Daten oft defizient, einseitig vorgefunden oder erhoben und vor allem auch inkompatibel sind. Es entsteht eine chaotische Situation der Methodenwahl durch eine Vielzahl von beteiligten privaten Firmen, die ihre Entwicklungen schützen. Und so findet Komplexität und Intransparenz und Unsicherheit Einzug. Trotzdem nimmt diese Automatisierung normativen Charakter an, der die Behauptung von Objektivität beansprucht und das Gegenteil nur sehr schwer nachgewiesen werden kann, vor allem dann, wenn also grob falsche Ergebnisse sichtbar werden. Die in iterierten Interaktionen und akaziellen Schnitten für unterschiedliche Verwendungsprozesse jeweils neue Transkriptionen hervorbringen, werden hauptsächlich dafür gebraucht, um kommerziellen Wert zu generieren. Die Dekonstruktion dieser Transkriptionen wird also immer komplexer und daher auch nicht mehr ausgeführt.
Transkriptionen können nicht mehr angezweifelt werden, weil sie in angebliche Wahrheiten umgewandelt worden sind, sofern sie nicht als grob falsch erkennbar sind. Hier einige Beispiele, also zum Beispiel Nudging und fehlerhafte Ergebnisdarstellungen. Da gibt es beispielsweise die Narrationen von Cambridge Analytics. Kosinski und Wang behaupteten, mittels Deep Learning besser als menschliche Probandinnen vorhersagen zu können, ob jemand homo- oder heterosexuell sei, was allerdings nur für eine sehr artifizielle Population korrekt ist. Für normale Populationen ist es sogar so, dass diese Programme bis zu 70% False Positives, also falsche Zuschreibungen von Homosexualität, erzeugen, was sie übrigens auch zugeben. Kosinska, der nun später als Assistenzprofessor in Stanford war, behauptete sogar, KI-Programme könnten die Persönlichkeit eines Menschen aus 50 Likes bei Facebook vorhersagen. Er sagt nicht, was er unter Persönlichkeit versteht. Er und andere Psychologen von Cambridge Analytics haben behauptet, dass sie die Wahl von Donald Trump beeinflusst hätten. Das ist jetzt gerade unter Untersuchung. Und hier ist nun eine kritische Untersuchung von Algorithm Watch, die mit Predictive Policing Untersuchungen gemacht haben von Tobias Kraft, den wir vom FIF mit einem Preis mit dem ersten Preis ausgezeichnet haben, Qualitätsmaße binärer Klassifikatoren im Bereich kriminalprognostischer Instrumente der vierten Generation. Der Vergleich zwischen dem in USA bereits seit langem im Einsatz befindlichen Instrument Compass, das dazu führt, ob ehemalige Kriminelle, die entlassen werden sollen, weiter in Gefängnissen zurückgehalten werden sollen oder nicht, zeigt, dass im Vergleich zu einer richternahen, auch wieder automatischen Evaluation, die es auch gibt, 56% False Positives gibt. Das heißt also, diese Automatisierungen sind extrem fehlerhaft und sehr gefährlich. Weiter minierter Bias. Eileen Kaliskan Islam hat eine Untersuchungsmethode zusammen mit zwei Psychologinnen entwickelt, die die IAT-Methode aus der Psychologie mit Machine Learning-Methoden integriert hat und hat damit riesige Datenmengen von Plattformen wie Wikipedia, Twitter und Google News untersucht. Und sie haben dabei festgestellt, dass massive implizite Biases sowohl in der Modellbildung beim Machine Learning, also in dem ersten Schritt des Machine Learning-Prozesses und der Textanalyse entstanden sind. Und das konnten sie eben aufzeigen. Ein weiterer Bias ist durch methodologische Fehler, zum Beispiel bei Statistikevaluationen, notorisch. Zum Beispiel gibt es sehr viele angebliche Forschung, wissenschaftliche Ergebnisse, die korrelationsbasiert sind. Das heißt, die nur aus dem Ergebnis einer Korrelation Kausalitäten insinuieren, bei denen aber die Interpretation der Lücke nicht kausal, also zwischen den beiden Enden der Korrelation, nicht kausal geschlossen wird oder werden kann. John Ioannidis hat bereits vor 20 Jahren, was damals überhaupt nicht wahrgenommen wurde, Meta-Analysen mit statistischen Ergebnissen, automatisierten auch, aus Medizin, Sozialwissenschaften, Psychologie, Wirtschaft und so weiter gemacht und hat dabei festgestellt, dass sie falsch im Ansatz sind und in der Ergebnisinterpretation, weil zum Beispiel abhängige Variablen als unabhängige Variablen modelliert werden. Und er hat festgestellt, dass
96% aller statistischen Ergebnisse in diesen Bereichen falsch sind. 96%. Ioannidis hat jetzt ganz jüngst zusammen mit Co-Autorinnen 2018 in Nature einen Artikel veröffentlicht, und Nature ist natürlich das Medium, das wirklich sehr prominent ist, und der ist jetzt eben endlich wahrgenommen worden. Und er hat Meta-Analysen von 10 Jahren FMRT-Studien zu kognitiven Geschlechterdifferenzen gemacht, also Brain Sex Differences. Und sie schließen aus ihren Meta-Analysen, dass es fast immer false positive sind, also fast immer falsch positive Geschlechterdifferenzen in dieser Forschung dargestellt werden. Und die werden natürlich dann popularisiert in den Medien, und alle Leute glauben, das ist ein wissenschaftlich korrektes Ergebnis. Und damit will ich jetzt abschließen. Softwaresysteme sind Werkzeuge, die in der Benutzung Bedeutung bekommen. Sie entstehen heute in iterierten, reziproken Transkriptionen zwischen Computern und sozialen Umgebungen und wirken als autonome Apparatus interaktiv im technosozialen Gesamtsystem. Diese Benutzungsiterationen, das Kombinieren von Algorithmen, das Anreichern mit weiteren Softwaresystemen durch Training mit minierten Daten, stellen einen irreversiblen Prozess von wechselweisen Interaktionen dar, der nicht mehr dekonstruierbar ist, weil intransparent, zu komplex und sich zu rasch anreichernd. Man vergisst dann aber leicht, dass Menschen sie initialisiert haben und auch die Modelle gebildet haben, die eben meistens kommerzielle Ziele haben. Davon gibt es etliche Transkriptionen, die eine Vergangenheit reproduzieren, die Gender und andere Stereotypisierungen und Diskriminierungen als objektiv maskieren, indem sie in die undurchsichtige Verarbeitung durch Computer geschoben worden sind. Andere wieder sollen in die Zukunft projizieren, wobei sie meistens der Logik der kapitalbildenden Geschäftsmodelle der 5 großen US-Firmen folgen. Und dies gilt leider auch für die Wissenschaft. Denn die Bewertungen durch ResearchGate und Academia sind in Berufungsausschüssen nun Standard und sie gehören der Firma Microsoft. Und die Interaktion Produkte des Apparatus beanspruchen auf dem Feld kultureller Sinnproduktion Geltung. Ja. Was bleibt uns also? Anzweifeln dieser kontingenten Ergebnisse, überprüfen, ob sie mit der Realität übereinstimmen, Einsprüche gegen die Vollautomatisierung und sich in Alternativen engagieren und, wenn man genug Geld hat, auch dort investieren. Aber es politisch tätig sein auf der Ebene unserer NGOs, um die Regierungen zu beeinflussen, die EU zu beeinflussen und so weiter. Ja, damit möchte ich schließen. Dankeschön. Applaus